Wohin geht's? Okay, aktuell bin ich hier. Die Nilfgaarde. Wer kennt sie nicht? Und wo muss ich hin? Verrät mir die Quest nicht wirklich. Hier oder was? Nee. Laufe ich lieber der Quest nach. So, wo ist das Pferd? Ah, da ist das Pferd. Direkt vor der Schnauze. Ich bin ja mit dem Pferd auch relativ schnell unterwegs. Wenn ich es denn mal schaffe. Einfach den weißen Punkten nach. Falsche Richtung. Bin falsch abgebogen. Ist aber immer noch die richtige Richtung. Okay, das Pferd hat bald keine Ausdauer mehr. Wir müssen aber auch gleich da sein. Okay, das Pferd hat keine Ausdauer mehr. Ach so, ja. Es muss nur kurz. Voll eher ins Grab. Hast du nicht von dem Greifen gehört? Hey, ja! Jetzt suchst du Ärger? Hey! Ich sag, ja, durch die Dörfer. Recht schnell. Die Götter auch hoch über uns. Oh, das ist, glaube ich, ein Questziel. Das orange markierte. Ja. Gut dran vorbeigeritten. So, fertig abstellen. Ach ja. Die Beste von Weißgarten. Es ist schon schon plötzlich ist teilweise etwas mäßig zu steuern. Das Problem ist, dass in Cyberpunk, einem Spiel vom selben Entwickler, die Autos sich ähnlich gut steuern wie Plötze. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Sekunde, ich würde gerne mal. Ich habe im Schnitt nämlich etwas bemerkt. Ich würde ganz gern mal in der Audio noch ein bisschen. So wird es hoffentlich gehen. Wenn ich mir sonst nochmal anpassen. So, da wären wir wieder. Hier sind wir das letzte Mal angekommen. Und hier in dem Haus wird sich wahrscheinlich der Beginn. Das nächste Ziel befinden. Hübsche Landschaften haben wir hier. Plötzlich steht dort und frisst ein paar Blümchen. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Okay. Hexer sind. Oha. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Okay. Können wir bestimmt zu Fuß folgen oder nicht? Aha, Mislav.
Hallöchen. Bist du Miss Love? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher genau. Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Genau dieser. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Stumpf geht die bestimmt nicht. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Und ich kann Training Nein, gebrauchen. Aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Renn du schon mal voraus. Ich komme dir schon nach. Die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Zu spät. Noch ein Angriff. Oha. Ich kann es nicht angreifen. Das ziehe ich nochmal die Schwert und so. Das ist schon mal das richtige Schwert. Okay. Die Hunde looten. Hundeteig. Kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Okay. Dieter. Du kennst ihn? Du spielst übrigens ab 18, also immer so. Er war Stallbursche. Weil ich es im ersten Stream noch nicht gesagt habe. Aber das war bevor. Jedenfalls ist es lange her. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarda gefunden hast? Na dann. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Stufe 2, okay. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Fähigkeitspunkte halten, drückt die Rücktaste und Charakterfenster auf, um Fähigkeiten zu lernen. Ich gehe leise. Die hier. Ah, sehr schön. Da können wir auch meditieren. Okay, wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern, das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Aha. Okay, starker Angriff, schneller Angriff, Verteidigung, Meisterschütze, Kriegstrunks. Okay, haben wir noch. Artzeichen, Ignizeichen, Irdenzeichen, Quentzeichen, Arsizeichen. Alchemie, Braun, Kernfähigkeit,
Kernfähigkeiten, ach, Herstellen von Bomben, Herstellen von Ölen, Braun, Mutation, Kräuterprobe. Bei allgemeinen Sonne und Sterne, Adlerauge, Achtung, das geht hier noch weiter. Erhöhte Toleranz, Erfrischung, das ist alles hier auf dem Gebiet, oder wie? Mutagene. Okay, ich würde erstmal anfangen hier auf schneller Angriff, oder? Ich würde erstmal dort drauf leveln. Oder etwa nicht. Ihr müsst die Fähigkeit wirklich erwärmen. Jo. Muskelgedächtnis haben wir gelernt. Aktuelle Stufe erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Adrenalin-Punkte gewinnen plus 1. Nächste Stufe erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 10%. Adrenalin-Punkte gewinnen 2. Okay, damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitenplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Aha. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Aha. Guck mal, das hier. Das ist einfach nur das Standard. Okay, das können wir nicht. Okay. Quests, Meditation, Weltkarte, Inventar, Alchemie, Glossar. Was haben wir denn schönes im Inventar? Stahlwaffe, Silberschwert. Okay. Werde ich bestimmt bereuen später, aber Meditation. Doppelklick auf eine Uhrzeit, um festzustellen, wie lange du dich ausruhen willst. Meditieren bis 14 Uhr. Jetzt haben wir es vor 14 Uhr. Wir haben eine Stunde meditiert. Alles klar. Er hat tapfer auf uns gewartet. Häschen. Okay, Hase umgebracht. Kann man immer mal gebrauchen. So ein Hasenfell. Bleibst du hier? Okay, ich verliere ihn. Ich nehme Hasen hinterher. Na gut, komm, Miss Love. Auch Bäume fällen. Ist eine sinnlose Verschwendung der Waffe, aber ach, schade. Orientierung sind wir in der Bratwurst. Weiter geht's. Die Best von Westgard. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf.
Aha. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Naja, irgendwie schon. Jetzt Weidmanns Heil. Ist irgendwie schon der erste. Beste von Weißgarten. Ich denke, da müssen wir den... hier bleiben oder den weißen Punkten folgen. Und zerstörte Brücke haben wir da. Frage die Kräuter vor nach Kreuzton und suche mit Hilfe der den Hexern den Ort, dem die Nilfgaardischen Soldaten starben. Ah, okay. Kräuterform muss man später suchen. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Fragen wir mal noch, was Nilfgaarder sind. Sind das Menschen? Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Aha, okay. Scheint wirklich Menschen zu sein. Also. So ein Hasenjagen ist nicht leicht. Mit einem Schwert. Aha. Ach so, Schnellreise, nein. Okay, das ist doch wohl hier. Oha, Anfänger Rüstungsreparaturset. Mit ein bisschen Geld. Und Leinen. Und da loot ich natürlich gerne. Gut, ich würde aber, wir brauchen wahrscheinlich sowieso erstmal ein Lockzeugs. Das Kraut brauchen wir, um den Greif anzulocken. Also müssen wir mal wahrscheinlich hier entlang. Ah, das Plätze. Das Pferd. Lauf, Plätze! Hey. So, in die Richtung. So ist's gut. Okay. Wo führen die hin? Hier gehen die Punkte weiter. Ah ja, hier. Hier muss die Kräuter vor sein. Langsam. Klopf, klopf. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ja. Ganz genau. Ich suche Kreuz. Sofort zur Sache. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Ja. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so.
Wie schön, dass den Schwarzen. Der Trunken unter Brücke, da kann mich dran erinnern. Ich habe Teil 1 gespielt. Warum vielleicht nicht die Ertrunkenen, aber ich hätte Stress mit Ertrunkenen unter einer Brücke. Und das muss hier wahrscheinlich irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ja. Kaiser M. Mir dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Aha. Die grünen Sachen, das sind alles Kräuter, die wir einsammeln könnten. Oha. Aha. Was tut's hier? Da liegt noch jemand. Können wir mit ihm vielleicht reden? Lena. Lena können wir wohl nicht reden. Wir klauen hier ein bisschen Pflanze. Wir ernten ein bisschen. Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Das sind generell Früchte in der Wildnis. Vor allem mal plündern. Halt neu machen. Hüpf auf dein Beet rum, hüpf auf dein Beet rum. Ist so glücklich Minecraft. Und Animal Crossing. Das ist am Fluss, sagte sie. Tritt zurück. Nilfgaardscher Soldat. Könnten wir aus Spaß einen einfach angreifen? Es gäbe bestimmt Ärger. Ach, da ist Blitze. Schneller. Schneller, der ist gerade erst. Du bist gerade aufgesprungen. Jetzt sei mal nicht so. Durchs Beet. Okay, das Fett kommt hier nicht rüber. Jetzt kann ich. Los, lauf! Folge den Spuren der nilfgaardischen Soldaten mit Hilfdexter Sonne. Okay. Okay, das Kraut ist an der anderen. In die andere Richtung.
Oha, aber ein Sturm zieht auf. Und dann wird es einfach nur dunkel. Wer fällt ein? Ein Flussufer sollten wir suchen. Okay, kurz Pferde auf Dauer, Ausdauer aufladen. Rand. So ist gut. Doch wir sollen hier einfach am Ufer mal suchen. Doch wir sind wieder im Westgarten. Komm jetzt. Das sieht mir fast nach. Okay, nee, das ist nur. Schau mich nicht so an! Stein im Fluss. Doch wir sollten meditieren. Das ist. Das wird hier gerade ein bisschen. Angenehm dunkel. Meditieren bis 8. Nice. Ist immer noch düster, aber okay. Okay. Und weiße Myrte. Kreuzton bräuchten wir. Pusteblume. Flussufer sagte. Objekte zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol. Mit dem Symbol genau mit diesem markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das Arztzeichen. Kannst auch mit dem Schwert draufschlagen. Aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht daran, eine Kartätsche auf das Objekt zu werfen, aber vorsichtig, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Wie ziehen wir denn das Schwert? Das so nicht. Tja, ist doch wurscht. Hey, jemand zu Hause? Ach, das ist die Tür.
Störung wieder vergessen. Oh, das war das letzte Mal. Sprinten, springen. Und mit Tab können wir hier die Wenn du mehr Gegenstände in deinen Taschen hast, kannst du mit dem Mausrad zwischen wechseln. Verwende, um den Armbolzen zu wechseln. Okay, was war das nochmal? Igni war es, glaube ich. Das war ein Zeichen mit einem Dreieck vielleicht. Na toll. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Okay, so scheinbar nicht. Quentzeichen vielleicht? Nee. Axi-Zeichen. Zeichen. Aha.